Tausende sind geflüchtet. Und täglich kommen mehr. Sie haben nichts. Nur die Hoffnung, dass es hier besser ist. Nächstenliebe zu üben ist unsere Pflicht. Aber wer bezahlt das? Die Verpflegung, Kleidung und Unterkunft. Alle, denen es besser geht. Eure Untertanen werden unruhig. Die Bürger wollen keine Fremden. Wir schaffen das. Was wäre euer Rat? Man muss das Übel an der Wurzel packen und mit König Ludwig verhandeln, bevor uns unsere eigenen Bürger aus der Stadt jagen. Auch das Herzogtum Geldern will uns den Krieg erklären. Wegen Adolf von Egmont? Sie denken, dass wir es waren. Hoheit. Was ist das? Eine Anordnung, dass ihr Guy de Brémeux, Graf von Mägen, euch vor den Generalstaaten zu verantworten habt. Wofür denn? Hochverrat. Wir wissen aus sicherer Quelle, dass seine Durchlaucht mit Frankreich paktiert. Genau wie Monsieur Hugonnet. Aber das ist doch absurd. Es gibt einen Zeugen. Hoheit. Monsieur de Comines. Ich überbringe euch die Grüße seiner Majestät und ein Präsent. Als Zeichen seines guten Willens. König Ludwig versichert euch seiner Zuneigung und er bietet euch weit mehr als seine Liebe. Er bietet euch Schutz. Was soll das? Erst bedrängt er mich, dann mein Land? Ihr seid schuld am Elend all dieser Leute! Hättet ihr unseren Rat befolgt und Frankreich gewählt, dann gäbe es dieses Leid nicht. Führt ihn ab! Lasst ihn los! Das ist ein Gotteshaus und kein Lazarett. Bitte, Herr Popenhole! Räumt das Lager! Nein, lasst sie! Jetzt! Lasst sie in Frieden! Aufhören! Sofort! So viele Tote und Verletzte euretwegen. Guy de Brémeux, Graf von Mägen. Monsieur Hugonnet. Euch wird zur Last gelegt, Maria von Burgund verraten zu haben, indem ihr dem König von Frankreich den Treueschwur geleistet habt. Wir sind Burgund treu ergeben. Jeder weiß das. Dann seid ihr nicht vor König Ludwig auf die Knie gesunken? Und habt ihm so gehuldigt als eurem neuen Herrn? Es gibt einen Zeugen. Tretet vor. De Comines, ihr wisst, dass wir dazu gezwungen wurden. Mit Gewalt. Beantworte die Frage. Seid ihr vor dem französischen König auf die Knie gesunken, ja oder nein? Ein Verräter wirft mir Hochverrat vor. Bist du verrückt? Lass mich los! Du wagst es, Hand an den Grafen zu legen? Ja oder nein? Ihr paktiert mit Frankreich, nicht ich. Aufhören! Lasst ihn! Ich stelle euch noch einmal die Frage. Das ist eine Farce, Kuppenhole! Lasst ihn! Er ist unschuldig! Ihr wisst das! Ja, und wer ist dann schuldig? Die Bürger Flanderns werden schon seit Jahrzehnten unterjocht von Burgund. Was denkt ihr, wem sie am liebsten die Knochen brechen würden? Entweder ihr beugt euch Frankreich, oder die beiden werden sterben, weil sie sich Frankreich gebeugt haben. Ah.
Ich werde tun, was der Große Rat fordert. Ich heirate den Dauphin. Und jetzt lasst sie gehen. Lasst sie gehen, bitte. Glaubt ihr, ich lasse mir von euch Befehle erteilen? Nein! 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 Was seid ihr wert ohne euren Vater? Ohne einen Mann? Nichts.